Nahe San Francisco entsteht derzeit ein anderes Universum. Der Entwickler der Sims und SimCity arbeitet seit 3 Jahren an einem neuen Spiel mit Namen Spore. Seit der Erstvorstellung von Will Wrights Spiel wächst die Erwartung an das Werk des Entwicklers. Die Idee zu Spore entspringt Wrights Vorliebe für Astrobiologie, der Forschung über Entstehung und Existenz von außerirdischem Leben. Für das Spiel bedeutet das, der Spieler darf Schöpfer spielen und Evolution lenken, von der Entstehung des Lebens bis zur Eroberung des Weltalls. Spore gliedert sich in verschiedene Phasen. In der Zellphase lenkt der Spieler einen winzigen Einzeller, der in der noch lebensfeindlichen Ursuppe um sein Leben paddelt. Der Einzeller vertilgt Plankton und erhält nach und nach sogenannte DNA-Punkte. Sie sind die Währung, die für Modifikationen des Einzellers eingesetzt werden können. Ein erster Stachel, um sich zu behaupten, einige Tentakel zusätzlich für mehr Tempo. Bald lernt der Einzeller die erste und entscheidende Lektion des Lebens: Fressen oder gefressen werden. Spore ist ein digitaler Baukasten mit der Möglichkeit, seine eigene, einzigartige Welt zu erschaffen. Dabei kann man vom Schöpfergeist anderer Spieler profitieren. Spore basiert auf der Idee, dass das ganze Universum durch die Spieler entsteht. Millionen Spieler erstellen eigentlich diese unendliche Welt, die andere Spieler erkunden. Das Spiel ermittelt, welche Art von Inhalten jeder einzelne Spieler bekommt, abhängig davon, was er mag. Der Spieler hat die permanente Kontrolle, profitiert aber auch davon, was Millionen andere da draußen an Inhalten für das Spiel liefern. Aus diesen Inhalten kann sich der Spieler bedienen. Die Schöpfungen anderer Spieler kann man online in sein eigenes Spiel herunterladen. Phase 2 des Spiels ist die Kreaturenphase. Aus dem Einzeller entwickelt man eine hochspezialisierte Kreatur, die das Land erobert. Fast grenzenlose Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Schnauze oder Schnabel, Pfoten oder Pranken, Flügel oder Flossen, Sterz oder Stachel. Ergebnis? Eine bisweilen kuriose Schöpfung. Aber so ist es eben, das Leben. Wie auch immer der Spieler modelliert, die Kreatur bewegt sich entsprechend. Der Spieler bestimmt über seine Spielweise auch, ob es sich friedlich verhält oder aggressiv. Ob Pflanzenfresser oder Fleischliebhaber. Die Kreatur kann sich vermehren und die Spielwelt bevölkern. Wer viel Liebe in die Erschaffung einer Kreatur steckt, will sie vorzeigen, lehrt eine Vielzahl von Spiele-Fanseiten. In Spore lassen sich daher im Spiel angefertigte Schnappschüsse direkt per E-Mail verschicken. Wahrscheinlich ist Spore das erste Computerspiel, das sich so vollständig dem derzeit boomenden Community-Gedanken verschrieben hat, von YouTube bis MySpace. Für den Entwickler eine wichtige, aber nicht die entscheidende Veränderung in Spielen. Für mich ist eine der entscheidenden Veränderungen die hin zu offenen Welten, die der Spieler erkunden kann. Spiele liefen gewöhnlich eher wie auf Schienen, wo ein Entwickler sagt, erst musst du dies machen, dann den roten Schlüssel finden, dann öffnest du die Tür und kümmerst dich um den bösen Drachen. Heute sind Spiele eher Welten, die der Spieler erforschen kann. Es gab immer dieses Wettrüsten im Bereich der Grafik. Das ist eine Mission, die ihr Ziel erreicht hat. Wir können inzwischen tolle Grafik auf den Bildschirm zaubern. Daher konzentriert man sich jetzt mehr auf künstliche Intelligenz und Verhalten und gibt dem Spieler mehr Freiheit im Spiel. Der Designer gibt heute ein Stück weit Kontrolle ab und lässt dem Spieler die Freiheit, das Spiel nach eigenen Vorlieben zu entwickeln. In der letzten großen Phase des Spiels kann der Spieler auch Fahrzeuge, Bauten und Weltraumtechnologien erschaffen. Mit dem selbst kreierten Raumschiff können die Spieler den Weltraum erforschen, womit man bei ein paar Millionen Sternen eine Weile beschäftigt sein dürfte. Nachbarplaneten kann man besiedeln oder erobern. Der Mix aus Aufbau, Simulation und Strategie hat inzwischen sogar auf allerhöchster Ebene Interesse geweckt.
Ich war auf einem Workshop der NASA vor einigen Wochen. Ein Workshop zu virtuellen Welten. Die NASA interessiert, wie man Spiele nutzen kann, um über Weltraumprojekte zu informieren. Sowas sieht man inzwischen bei vielen Industrien. Die Leute realisieren, dass Spiele eine mächtige Kraft haben, um Leute emotional zu berühren.